Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 21 vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind drinnen in unserem Spiel und wir müssen eine Rakete bauen. Die letzten waren nicht so erfolgreich. Irgendwie kommen wir da nicht so hin, wo wir hin wollen, ne? So, was können wir machen? Wir können einmal laden. Düsentest. Ich glaube, wir bauen mal eine größere Rakete, mal von Grund auf neu. Kapsel. Ah, was sind denn unsere Dingens hier noch? Ne, da wollte ich hin. Kriege ich das auch größer? Ja. Ja, die Radial Mount Parachute müssen wir immer noch testen. Und dafür müssen wir ganz schön hoch. Kommen mir schon so vor, als ob das unser Mann ist. Mann natürlich nicht, sondern unser Gerät. Und dafür brauchen wir den noch. Das machen wir mal auf zweimal und das sortieren wir so. Und dann müssen wir diese. Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Den Radial Parachute da dran machen. Stellt sich mir gerade die Frage, ob wir alles so richtig machen. Der brennt natürlich die ganze Zeit und wir können danach nicht steuern, ne? Aber was sollen wir anders machen als so? Okay, wir können hier noch einen kleinen Antrieb zwischen machen, aber ich glaube, das bringt uns auch nicht richtig weiter. Tja. Wir brauchen noch einen Schier. Ne, wir haben ja die Radiale. Ich bin jetzt momentan wirklich am Denken, dass das so, wie wir es jetzt haben, einfach so der Weg ist. Das ist Ziel. Ziel. Schirmtest, würde ich jetzt sagen. Und safe. Und ich glaube, wir können das direkt starten dann, oder? Speichern nochmal. Starten wir. Fertig. Gucken, ob wir das Ding überhaupt steuern können. Wahrscheinlich auch nicht. Weil da irgendwie wieder was dran fehlt, ne? So. Es heißt an, wir müssen da rein, um dann das Ziel auszuwählen. Ah, da ist es. Ich wollte schon gerade sagen, wo ist unser Ziel, ne? Activate haben wir gemacht. Da auf, da unten ist es immer noch. Ja. So, ja. Jetzt Gas geben und lenken und dann hoffen, dass wir das Ziel erreichen, oder wie ist das? Die Höhe hier brauchen wir, um den Schirmtest zu schaffen. Tja. Ich glaube, Versuch macht klug. 3, 2, 1, go! So. Jetzt würde ich gerne die ganze Rakete einmal drehen, dass der dort ist. Das hat geklappt. Und dann da diese Richtung einschlagen mehr. Aha. Jetzt auch nicht. Ja, schon alle, ne? Der Vortrieb dieses Teils ist noch so groß, dass die Trennung nicht stattgefunden hat. Auch interessant. Ja, wir sind reichlich hoch. Kommen aber irgendwo runter, wo es wieder
nicht in der Nähe ist. Auch super. Geschwindigkeit passt. Höhe ist jetzt viel zu hoch. Also der Test ist dann auch gleich daneben. Ja, unsere Kapsel ist da. Das Teil verschwindet da. Wir könnten mal ganz schnell noch gucken, ob wir hier einen Space Report... Statusbericht hinkriegen. Ist auch nicht. Auch gut, ne? Nö. Gut, dann nicht. Hier ist unsere Kapsel. Kann man kaum sehen. Wenn sie grün ist, ja, sonst nicht. Wir steigen immer noch hoch. Die Höhe passt allerdings nicht für unseren Test. Ja, momentan würde ich gerade sagen, können wir auch Vollgas machen. Wir steigen ja immer noch. Jetzt gehen wir wieder runter. Jetzt werden wir immer schneller wahrscheinlich. 700, okay. Ab 20.000 ist interessant. 41. Machen wir mal langsamer. So, Geschwindigkeit zu hoch. Jetzt kommen wir in den Bereich, wo die Höhe passend gewesen wäre. Dafür sind wir aber jetzt zu schnell. Das heißt, unser Test hat nicht stattgefunden. Ja, schade, ne? Da ist ein Gebirge. Das heißt, ich mache die Schirme raus. Wer weiß, wie hoch das hier ist. Jebediah kann uns nichts mehr sagen, doch. Oh, da können wir sofort Keep Data machen. Das ist doch schon mal ein bisschen wenigstens. Eine Crew Report, da sind wir viel zu weit von weg. Schade. Ja. Aber wir können schneller machen. Machen wir euch noch schneller. Noch glaube ich, dass wir nicht ein Problem haben, wenn wir da runterkommen. Okay. Schon ganz schön steil hier. Unser Landeplatz ist vielleicht nicht der ideale, ne? Okay. Schirme sind aufgegangen. Ja. Also das ist noch ein bisschen schwierig mit der Steuerung, ne? Wenn man das mit der linken Maustaste kann man ja steuern, aber äußerst schwierig. Mal ein bisschen schneller doch, dass wir landen können. Die Vermutung, dass wir gleich den Berg runterkullern könnten, ne? Ist natürlich nicht so gut, ne? Jebediah wird sich da nicht sehr freuen. So rumdrehen? Ne, doch nicht. Ich dachte, wir wären gleich schon im Berg, aber es ist vielleicht doch besser, als ich dachte, das Gelände. Okay, und jetzt sind wir gleich beim Touchdown. Oh, wir haben so richtig Glück, dass wir doch, glaube ich, nicht runterfallen, ne? Ne. Ich schätze mal 100 Meter weiter nach da und dann wären wir gerollt. So, ach, die Dingens hatten wir ja schon. Das heißt, wir können schon direkt recovern.
Jetzt müssten wir Punkte gekriegt haben dafür. Ja, irgendwie 3,5, glaube. Ja, hier steht's ja auch. Flying over Kerbin's Mountain. Das sind dann 14 Punkte. Wir haben ein bisschen Geld verloren, glaube. Und so sieht's gut aus, oder? Ja, ich glaube, wir können mit den 14 Punkten aber nichts hier anfangen, oder? Das ist mehr. 45, alles 45. Gut. Hätte ja sein können, ne? Ja, hier ist schon ein bisschen mehr geworden, ne? Aber hier oben brauchen wir noch was. Gut, okay. Dann mal hier raus. Die Rakete hat es jetzt nicht in... Also, die bringt es wohl. Wir müssen nur viel, viel früher in die richtige Richtung steuern, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Wir müssen mehr schwenken. Wie ist das Kindschirm? Ne. Zielschirmtest, da ist es. Wir machen mal den weg. Und den dahin. Ne, Quack. Den hatten wir ja gerade. Wir müssen mal Wissenschaftlergerät da reinsetzen, gucken, was das geht oder nicht geht. So. Und dann starten wir das Ganze. Okay, wir sind da wieder auf der richtigen Stelle. Wir müssen aber das Ziel wieder markieren. Das passt schon. Dann gehen wir raus. Und ich würde sagen, wir starten wieder nochmal. Und 3, 2, 1, go. Sofort in diese Richtung. Viel mehr müssen wir darüber. Diesmal lenken. So, vielleicht klappt es so ja mal. Oh. Ah. Nicht so ganz, ne? Der wird wieder kürzer. Schade. Ich glaube, wir hätten auf dem Teil draufbleiben müssen. Ja, steuern können wir da nichts mehr, ne? Schnellstens noch hier anmachen. Und dann können wir hier noch den Schirmtest vielleicht gleich schaffen. Vielleicht, aber auch nur. Sind nämlich jetzt gerade nur zu hoch. Alles andere wäre schon in einem Rahmen, der funktioniert. Komm. Ja. Gut. Höhe gewinnen wir immer noch. So, jetzt geht's aber wieder runter. Und wahrscheinlich auch zu steil, dass die Geschwindigkeit gleich wieder viel zu hoch ist. Wohl 700 km/h, könnte gehen vielleicht. Wir sind gleich in einem Bereich, wo es geht. 5, 4, 3, 2, 1, go. Okay, der Schirmtest hat jetzt funktioniert. Ziel ist weit weg, leider. Müssen wir irgendwann anders machen, ne? Ja. Okay, dann sind wir aber auf jeden Fall schon ein Stück weiter diesmal. So, und ich sehe relativ wenig hier. Also, das war wohl die falsche Taste, ne? Jetzt habe ich... Blinkt da das Observatorium, wo wir hin hätten sollen? Ich weiß nicht.
Oder ist hier die Wasserlinie und da ist unser Flughafen? Kann auch sein, ne? Ja, wir sind auf jeden Fall viel zu hoch und da können wir erstmal ordentlich Gas machen, dass wir runterkommen. Die Schirme sind ja auch schon draußen. Ja, ich tippe mal drauf, das ist hier die Küste und da ist unser Startzentrum, ne? Irgendwie ist es aber immer dunkel, ne? Da sind wieder Berge. Schauen wir mal, wie wir runterkommen. Zielgebiet ist auf jeden Fall weit, weit weg. Meter. Oh ja, wir können mal gerade noch nach dem Dingens gucken, nach dem Bericht, ne? Und nicht vergessen. Aber der geht wieder nicht. Keine Ahnung warum. Oh, das sieht cool aus, hä? Ja, komm, machen wir nochmal wieder schneller. Das ist so ein schickes Gebirge eigentlich. So, 2700. Machen wir mal langsamer, glaube ich, oder? So. Und? Ah, da geht auch schon der Schirm auf. Aber Landefläche sieht richtig gut aus eigentlich. Hier irgendwelche Erkenntnisse? Nein. Ja, jetzt beeil dich mal, dass du zum Boden runterkommst, ne? So, da kommt der Boden immer näher. Okay, Landung kurz bevor. Schön. Passt. Komm mal hier jetzt noch was gucken, ob der Statusbericht geht. Nein. Okay, dann war's das. Gut, recover. Und Forschungspunkte sind 3 gewesen, die wir bekommen haben. Naja, langsam geht's voran. Nicht viel. Die haben wir 20.000 plus gemacht oder 21 sogar. Ja, unser Bob Kerman hat da nichts gekriegt. Komisch, aber schade. Gut, dann würde ich aber auch sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.